Ja, jetzt trinke ich hier meinen Kaffee. Also ich habe halt so überlegt irgendwie, bin halt irgendwie vom Ablauf her stört mich das schon sehr, wenn ich irgendwie dann so meine Sachen nicht machen kann, aufgrund dessen, dass irgendwie immer so eine ungeplanten Sachen hier passieren, wie das mit dem Trinkwasser, obwohl das läuft eigentlich schon seitdem ich irgendwie hier wohne, dass das so ganz gravierend ist und immer wieder und ja, das sind halt so Sachen, die finde ich nicht gut und natürlich fragt man dann irgendwie, was für Fördermöglichkeiten gibt es, was für Fördermittel gibt es und es kann ja nicht sein, dass Menschen irgendwie kränker werden sollen, nur weil Leute so verzweifelt sind, dass die das so irgendwie hinnehmen. Also ich nehme das nicht so hin. Kann man ja irgendwie geteilter Meinung sein, so, aber ich wurde hier irgendwie so völlig weggesiebt. Die Einbrüche haben mir gereicht, die Übergriffe auf meinen Lebensbereich, also was so Kühlschrank angeht oder den damaligen Herd. Das waren immer so diese Schnittpunkte zum Thalia hin. Und fand ich dann irgendwie schon ein bisschen schräg, weil die Kosten hatte irgendwie ich, weil ich musste ja irgendwie dann zum Amt neue Sachen beantragen und muss das aber von meinem Geld bezahlen. Und das sind so, das ist dann so ein Kreislauf, der sich dann da so einpegelt, den ich eigentlich persönlich nicht haben wollte. Jetzt will ich noch mal zur Bank gehen und werde irgendwie mal fragen, wie das ist mit Spendenkonto. Ich finde die Idee persönlich ganz gut, weil ich habe eben halt auch so ein paar Sachen vor. Und es ist ja nicht so, dass ich irgendwie da irgendwas abgreife oder der Meinung bin, und gebe nichts zurück, doch ich gebe auch was zurück und befasse mich halt mit eher so kunstgeschichtlichen Sachen oder anderen Dingen und habe da irgendwie eben halt auch nicht so die Kapazität für mich dann irgendwie um andere Sachen einfach auch zu bemühen. Also wenn ich jetzt so also tut mir leid, ich glaube, ne, so irgendwie bei uns kommt dann irgendwie so ein Brackwasser durch und auf YouTube macht dann irgendwie jemand einen Beitrag über Nestle und wie gefährlich diese Firma ist und so. Das war aber nicht in meinem Ansinnen. Das ist nämlich das Problem, wo andere dann teilen, zwar mehr Aufrufe kriegen. Aber im Grunde genommen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der Typ von Nestle hier uns da irgendwie das Wasser oder das geht ja schon seit 2003 so. Also ich meine, ich habe das immer wieder. Und natürlich geht das dann um die Gesundheit und sind halt so Dinge, die ich dann irgendwie schon ein bisschen schräg finde, oder? Ja, also kann man jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe mir tierisch Gedanken gemacht, wie man auch sozialen Wohnraum ganz einfach umbauen kann, aber nicht, wenn man irgendwie wie ich von 120 Euro im Monat als Bedarf sozusagen leben muss. Mal sind es 120 Euro, mal sind es 180 Euro, mal habe ich 240 Euro. So viel zu den monatlichen Guthaben von mir. Und damit lebe ich einigermaßen. Und weiß ich nicht. Also ich verlange ja auch nicht, dass andere das unbedingt müssen. Aber es ist halt irgendwie schon schräg, wenn dann irgendwie keine Ahnung, wenn andere dann so einen Reibach machen auch und
aufgrund, dass sie dann irgendwelche Browserverläufe mit aufnehmen, wo ich dann irgendwie so nachgucke und mir dann irgendwie immer querfunken. Und wenn ich dann aber sage, hey, so solidarisch bin ich nicht, sorry, dann flippen sie dann wieder aus. Also das finde ich dann auch ein bisschen komisch. Und ich finde eigentlich die Kritik auch ein bisschen berechtigt, weil warum werden denn Menschen in einen Bezirk gepackt und dann sind dann irgendwie solche Nummern, dass dann die Tür aufgestemmt wird, da reingepustet wird, dann irgendwie über die Kanalisation wieder gearbeitet wird. Das sind dann so Sachen, wo ich dann irgendwie auch sage, Alter, dann ist das eindeutig eine Mietervertreibung oder eben halt am Ende auch wieder die nächste Vertreibung von ganzen Häusern. Das muss man sich mal vorstellen. Weil das haben wir ja nun mal irgendwie alle durch. Ja, so, ich trinke jetzt mein Käffchen erstmal und dann. Ja, ich habe jetzt irgendwie mal Olaf angefunkt, uns Olaf hier, Olaf Scholz von der SPD, und dann kann er ja mal irgendwie sich überlegen, irgendwie, ob das so rentabel war, Menschen von A nach B zu schicken, in Notunterkünfte, dann wieder zurück. Und immer dasselbe Thema: Trinkwasser, Strom, Einbrüche, dies, das, das. Das ist halt ein scheiß Thema, finde ich. Und dann aber mit so Ausstellern kommen wie Körperwelten, da wurde mir persönlich schon schlecht. Weil seine Leute sind da nicht so ganz harmlos. Naja, also dann werde ich eben halt mal schauen, dass ich dann auch irgendwie einen Arzt finde, der das auch richtig untersucht. Ich hatte ja so, weiß ich auch nicht, so Anlaufschwierigkeiten irgendwie auch im UKE, dann hier, da, da, und ich muss halt mal richtig untersucht werden, was den Körper anbelangt. Das ist halt so, egal, ob jetzt nun irgendwie vor 2 Jahren irgendwie ein Flugzeug hier mit Kerosin drüber gedonnert ist oder sonst was. Das ist ja dann erstmal, fand ich auch ganz schön schräg, aber war leider auch so, und das glaubt mir ja immer keiner. Und ansonsten sitze ich wirklich irgendwann mal mit Gasmaske und dann heißt das, hey, nee, die Viola hat jetzt irgendwo rumgesprayt, habe ich aber gar nicht. Und das sind dann so diese für kriminelle Nummern, die ich dann irgendwie, ich male in meiner Wohnung, ja, aber ich, ne, das sind dann so die Sachen, wo ich dann sage, das ist eine Debattenkultur, die wollte ich nicht haben. Und andere haben ja auch recht, die haben ihren Wohnraum verloren, die sind einfach so rausgemobbt worden, und dass die dann irgendwie auch sauer sind, kann ich auch verstehen. Oder auch diese Umverteilung in den Container und so. Ja, das ist irgendwie auch nicht so schön. Ich kenne das ja alles. Also gut, ich habe jetzt selber nicht in Containern gewohnt. Ich war da auch nie angemeldet. Aber ich kenne das sehr wohl und habe da auch schon übernachtet bei Freunden und Kumpeln und so. Und schön ist anders. Also ist halt so. Das sind dann irgendwie so, und wenn man macht sich darüber Gedanken, dann wird man gleich so, so klassifiziert. Ne? Ja, ich muss jetzt mal gucken. Ich habe jetzt noch Termine, auch hoffentlich beim Arzt, der das dann anguckt. Die Wartezeiten sind unheimlich lang und einige nehmen auch keine Neupatienten auf. Das ist dann irgendwie auch ziemlich nervig. Und ja. Das sind halt so Dinge, warum andere wahrscheinlich auch nicht mehr so gerne zum Arzt gehen, wie sie mir das halt erzählt haben. Und das finde ich dann irgendwie auch nicht so schön. Ja, gut, dann ich melde mich dann wieder von meiner kleinen Front hier und dann schauen wir mal. Ich habe da irgendwie noch so ein, zwei Theatersachen im Kopf und habe auch keine Lust mehr, irgendjemanden um Erlaubnis zu fragen, ehrlich gesagt, weil nach den Nummern, die
hier abgegangen sind, wo ich gar nichts gemacht habe, finde ich dann irgendwie auch. Ja. Ich höre jetzt so ein bisschen Musik, trinke Kaffee und muss mal irgendwie zusehen, dass ich untersucht werde. Richtig. Bis dann. Tschüss.